Okay. Bin ich mal gespannt. Bitte sei nicht verkackt. Please, please, please. Oh, da ist ein 10 dabei. Ach, ein 8, geil. Aber es war nicht so wirklich, ich glaube, es ist eher weniger noch. Ja, war klar. 7, ja. Und noch eine 8. 7, okay. Ist okay. Und gut. Wir gucken uns das noch an. Das ist doch für die Folge gewesen, Leute. Nächste Folge. Gucken wir mal, was wir machen, ne? Ein paar kleine Spiele noch entwickeln, denke ich mal. Und das Geld noch ein bisschen hochtreiben. Was? Was? Hier, ganz kurz. Und hier ganz kurz. Was? Wir machen nächste Folge ein mittleres Spiel. Ein weiteres. Oder, wisst ihr was? Fuck off, ich nehme noch weiter auf. Hab ich grad Bock drauf. Wow. Egal. Eventor hat verraten, dass sein neuestes Gerät im Markt der Next-Gen-Konsole heißen wird. Okay. Die neue Konsole hat einen Controller mit eingebautem Display. Jo, schön. Ultimate Spieler. Jo, geil. Und ciao. Nice. Alter, das Geld, Leute. Uns reichen eben die Meldung, dass Fall of the Kings, welches vor kurzem Nazi Gaming veröffentlicht wurde, ein unserer Verlag, ja, hat sehr viel erzielt an Geld. Sehr wichtig und großartig. Engine ist wichtig, okay? Gut. Gut, Leute. Wir machen ein weiteres Spiel, aber ein kleines gerade mal. Mittleres nicht, ein kleines Handyspiel. Ein kleines Handyspiel für this. And. Das neue kommt noch nicht raus, ne? Dann warten wir noch. Mittleres nicht, ein kleines natürlich, weil mittleres ist zu teuer. Musikspiel. Musik. Casual. Hoffentlich ist das okay, keine Ahnung. Mit der neuesten. Geist Engine. Musik. 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 Auf Deutsch hier. Nee. Oder? Was haltet ihr davon? Das natürlich. Das passt und schau. Schauen wir mal. Also mit den geilen Grafiken für ein Handyspiel. Ein bisschen übertrieben, aber okay. Online ist okay. Story Quest, ich weiß nicht, Leute. Casual, das ist immer schwierig. Da habe ich keine Erfahrung bei Casual, muss ich zugeben. Ja, es ist einfach nur Gameplay. Und da vielleicht ein bisschen. Das fände ich am wichtigsten, muss ich zugeben. Und weiter jetzt. Gut werden, könnte scheiße werden, ich habe keine Ahnung. Aber wir haben 10 Millionen, Leute. 10 fucking Millionen. Geil. Level Designs. Nein. Weil ich will gerade so ein Spiel, wo diese Dinger runterkommen, dann draufklicken muss auf diese Musiknoten, keine Ahnung, ob das sowas sein wird oder nicht. Kann man auch alles hier rausmachen. Okay, Gefährten im Musikspiel. Definitiv. Kann ich hart sparen. Muss ich erstmal sagen, aber egal. Level Design ist sehr wichtig. Dialoge. Jetzt sind wir ganz mal so was hier. Und weiter geht's. Oh, was ist das? Was? Das war wohl Jetpack. Jetpack. Geil. Bugs ist nicht so schlimm, die haben wir wieder raus. Ja, spielt dann, ciao. Sound ist beim Musikspiel auch richtig wichtig, Alter. Hallo? Also, hallo, was von? Ja. Jo, Junge, geil. 12 Millionen. Alter, hau die 23 Bugs noch raus. Ich habe keine Ahnung, ob hier ein neuer Rekord wird oder so. Geil. Das Spiel gibt immer noch Geld, vor allem. Oder veröffentlicht es gerne darauf gemacht, aber naja. 2.000 Umsatz ist geil. Ihr könnt wieder in den Urlaub. Sag ich ja, neuer Rekord, geil. Optimales Spiel, würde ich sagen, oder? Jawohl. Keine Ladebildschirme. Oh, ob das machbar ist, ist ein bisschen schwierig, oder? Wäre das heutzutage schwierig. Waschung. Ja, so viel Geld. Es dauert, bis wir nächste Engine haben, es wird Ewigkeiten dauern. Die können wir auch mal machen, aber für was, ne? Neues Thema ist mir sehr wichtig. Ja. Schule. Scheiß drauf.
Das M-Pad erhielt bei seiner Veröffentlichung unterschiedliche Bewertungen. Viele davon stellen heraus, dass das M-Pad nicht mit dem G-Pad von Knappe gleichzusetzen ist. Wir werden sehen, was die Zukunft für diese Plattform bereithält. Ach, ich wollte meinen Kollegen hier anschaffen. Machen wir direkt nach der Bewertung. Oh, da war eine 10. Da war eine 10. Da ist eine fucking 10. Och Mann, Leute. Oh. Aber okay. Und Position besetzen. Ich wäre nicht für DM-Filme, nicht für DM-Spiele. Komplexe Algorithmen? Nein. Filme. Film ist ganz geil. Zu den Zwischensequenzen. Demo-Spiele scheiß drauf. Ich finde für Demo-Filme. Finde ich sehr wichtig. Oder? Wir haben's Geld. Ja. Yeah. Oh je. Yeah. 10 Millionen eingebracht. Jupp, deswegen können wir auch 1 Million ausgeben für einen Mitarbeiter. Nein. Das geht. Ja, such schneller. Ich möchte gerne mit der oder mit dem dann neue Spielchen entwickeln. Schule. Beta Rollix haben wir. Jessica Murph. Okay. Kenneth Wilson. Kenneth, keine Ahnung. Jeffrey. Was? Tja, Leute, gucken wir mal. Was kosten die denn? 20.000 Euro kostet gar nichts. Das ist echt krass. Design. Mir kommt es auf Design an, Leute. Ich möchte Design haben. So hoch wie möglich. Geschwindigkeit. Gucken wir gleich. Erstmal Design und Technologie. 307. Geil. Nein. Ja, aber ist so billig. Ihr habt weniger Erfahrung, denke ich mal. 257. 107 nur. 205. Warum ist die so gut? Tja, Leute, ich würde euch gerne fragen, aber. Huh. Der ist schon ganz schön geil, ne? Level 2? Level 2. Tja. Jetzt hatte ich die ganz schön kacke, ich möchte auch mal hier einen Frauenanteil in unserer Bude haben. Ne? Von daher werden wir sie nehmen. Ist mir jetzt egal. Scheiß drauf. Eingestellt. Ja, beschäftigt männliche und weibliche Mitarbeiter. Richtig. Da wird sie. Geil. Was? Achso, wird sie sich mit der vertragen haben. Ja, deshalb können wir nicht viel machen. Wir können auch forschen. Wir haben so viel Forschungspunkte. Ich forsche ein bisschen. Die anderen können ein bisschen Training machen vielleicht. Cloud-Spielstände. Mod-Support, komm. Hau rein. Kannst du vielleicht ein bisschen forschen? Ja, Wirtschaft? Vertragt euch mit ihr. Wir dürfen einarbeiten. Wenn ich jetzt direkt ein großes Spiel anfange, dann geht das nicht. Wir können ein kleines Spiel machen. 30 Millionen, Alter, geil. Okay, wurde auch veröffentlicht. Sehr schön. Das Spiel läuft gerade richtig gut. Alter, wir waren fast pleite gewesen. Stellt euch das mal vor. Okay. Ja. Yeah. Nein. Ein neues Spiel. Sehe ich gerade. Nix, ne? Neues Spiel, bevor das Ding kommt. Ein mittleres Spiel für alle. Sie müssen mitarbeiten, ne? Ein Wirtschaftssimulationsspiel, natürlich. General Promotion zweites. Simulation geht. Hierauf ging es eigentlich immer ganz gut. Definitiv ein PC, das finde ich sehr, sehr wichtig. So, andere machen wir nicht, oder? Ein Handyspiel. M-Pad könnte man machen, aber nein. Spielengine, unsere beste. Und das passt soweit. Alter, wir geben gerade so viel Geld aus. Scheiße. Delivery. Wie wird das geschrieben? Kann ich alles, Mann. Lass mal so. Passt doch. Mittel. Delivery. Klein, Mittel. Plattform wählen, Simulation, Wirtschaft, Engine für alle und weiter geht's. 3D-Grafik, die Geister. Und ein Tastenhauen, Leute. Neues Team. Die müssen nicht so viel machen, natürlich. Die kennt sich noch nicht so aus. Ja, mehr Mitarbeiter, sehr gut. Ganz hoch. Die Engine, mittelmäßig. Wird auch immer schwerer, deswegen auch immer mehr Auslastung für die Mitarbeiter. Ja. Design, okay. Wird sie eingesetzt? Die ist richtig gut da drin, Alter. Krass, besser als wir. Mittel und das ist nicht so. Oh, ein bisschen. Und nicht so viel. Okay. Ja. Gameplay ist eher so technisch. Das macht sie. Oder Jacob, meine ich. Entschuldigung. Engine mache ich. Story Quest macht er. Ist sie ausgelastet damit? Naja, es geht so. Okay, und dann stimmt das hier noch? Bestimmt, ne? Jo.
Weiter. Wir vertragen sich noch ein bisschen mit ihr, aber es passt. Da wird ein richtig gutes eingespieltes Team, oder? Wir sind ein richtig gutes eingespieltes Team und mit ihr wird es, glaube ich, noch besser. Die Punkte fließen. Ja. Hallo, ich bin. Achso, Interview, ja klar. Gerade einmal Spieler. Ich dachte, dass wir gerade irgendwie Mitarbeiter, weitere Mitarbeiter einstellen. Nee, nee, nee. Ja. Wirtschaftssimulation. Können Sie sagen, ob der Schwerpunkt in künstlicher Intelligenz oder Dialoge ist? Problem ist, es ist eine Wirtschaftssimulation, ne? Aber es ist eine Wirtschaft. Deswegen künstliche Intelligenz, würde ich sagen. Sorry. Würde ich so sagen. Wir werden es gleich von anderen sehen. 2 Millionen. Ja, ist okay. Alter, größer. Touch the song. Nice. Was? Hast du nicht für einen PC gemacht? Huh. Dachte ich eigentlich. Was? Ich hoffe, das ist nicht das, wo wir auch programmieren. Fast 400.000. Alter, geil. Nicht unter Top 100. Scheiße. Ja, gut. Ja, genau. In dem Interview sagt Marcel P., dass künstliche Intelligenz besonders wichtig für so ein Spiel sei. Anscheinend sehen das andere Fachleute genauso. Cool. Jeder Spieleentwickler hat nur. Genau. Also, künstliche Intelligenz können wir reinhauen. Danke für den Tipp. Ja, es könnte noch ein bisschen mehr sein, oder? Aber ist okay. Weil sie arbeitet sich noch ein. Rums, wissen wir eh schon. Zack, und nicht so wichtig. Ja, Level Design. Da-da-dam. Künstliche Intelligenz ist Technik. Muss er machen. Mach ich. Mhm. Und go. Was? Ja. Hier, gönn dir. Und weiter jetzt. Hier haut einfach einen Bug rein, kein Problem. Da haut 2 Bugs rein, ist klar. Rollenspiele, naja. Okay. Ich bin schon unter 10 Millionen sinken. Nein, bitte nicht. Okay, kann sie machen. Fuck, wollte schwisten. Oh nein. Ja, machen wir. Ja. Das ist ein Problem. Renner. Hm. Ja, das Spiel könnte geil werden, aber weil er nicht mitarbeitet, ist es nicht so geil, glaube ich. Das ist halt das Problem, ne? Wer ist denn das gerade? Twisten, ne? Ja. Grafik, hier. Designer, gönn dir. Grafik, wir lassen das mal hier so ein bisschen aus. Kann ich nicht machen. Jacob, Twisten ist gerade der hier vorne hoffentlich. Oder ist es andersrum? Ich hoffe, es ist nicht Twisten. Fuck, es ist Twisten. Mach fertig die Scheiße. Schnell. Schnell. Entwickle weiter. Schnell, 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 schnell. Oh, fuck, Mann. Das Spiel wird nicht ganz so geil, leider. Ja, es liegt halt daran, wenn mehrere Leute da so. Ja. Ja, war nicht aufs Spiel konzentriert. Das ist halt so. Komplett. Der Fan sagte, also, was denn gemacht hat, kürzlich einen dringenden, notwendigen Patch für das. Für Touch. Saison veröffentlicht. Ein Fan sagte, ich liebe Firmen wie Matze Gaming. Wir wollen kundig einfach das Geld aus der Tasche ziehen, sondern verstehen auch unsere Anliegen und stellen sicher, dass wir unsere Spiele auch wirklich genießen können. Ja, aber allerdings der Preis dafür ist vielleicht etwas hoch. Ich weiß es noch nicht. Komm, mit ihr erstes Spiel. Wollt doch nicht verkacken jetzt, oder? Ist richtig gut, Alter. Wollt richtig viel Arbeit abnehmen. Nu, ist mir egal. Da habe ich nie was drauf gemacht. Haut die Bugs raus. Haut sie raus. Ja, gut. Ja, neuer Rekord, aber Gleichstand. Oh, ob das gut ist, ich habe keine Ahnung. Ja, mehr Geld für ihn. Ist okay. Spielbericht erstellen. Ach, haben wir gar nicht gemacht. Okay. Spielbericht erstellen. Jo. Oh oh. Trotzdem so gut, echt jetzt? Nee. Doch. Doch. Obwohl er nicht komplett dran gearbeitet hat. Krass. Wow. Ja, hat sich der Patch echt gelohnt. Gut, Leute. Gucken wir, ob das Spiel ankommt und dann, was das für eine Folge gewesen. Die könnte man heute machen. Vorhin auf gar keinen Fall, Alter. Ha. Ha.
Ja, Pixel Cup, komm. Gönn dir. Jo, Design, sehr schön. Pixel Cup ist richtig für sie. Geil, bringt halt echt aber viel eigentlich. Musik in der großen Animation. Engine ist nicht so wichtig wie das Spiel, okay. Großartig und ist auch gut. Okay. Delivery geht raus und macht ganz gut Geld. Und der über 30 Millionen jetzt. Und Leute, das war's für die Folge gewesen. Geil. 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 Künstlich die ganze Zeit für das Spiel sehr wichtig zu sein. Und Übereinstimmung mit Plattform und so ist großartig. Und das war's für die Folge gewesen, Leute. Tja. Dann danke schön fürs Zusehen. Und tschüss, bis zur nächsten Folge vom Game Dev Tycoon.